Sicher. Ich bin durch die reich geworden. Ich auch. Ich bin. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe 1 Milliarde auf dem Konto durch Business Coaches von Andrew Tate. Ist das der Glatzkopf? Wer war denn der Andrew Tate eigentlich? Es gab, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Nee, gab es noch einen anderen, der hatte auf jeden Fall so eine Glatze und ist mir immer auf den Sack gegangen mit den Videos. Wir gucken uns das jetzt mal an, ich bin gespannt. Business Coaching, die Hustler University 2.0 gekauft. Ich will ja wissen, was teachen die einen jetzt, um schnell reich zu werden? Okay, im Hintergrund scheint dieser Andrew Tate zu sein, den kenne ich nicht. Okay. Aber dass da irgendwie auch kriminelle Machenschaften teilweise im Spiel sind, eine Möglichkeit, sofort relativ viel Geld zu verdienen. Bungestiefel, moin moin. Er fährt ein Bugatti für über 3 Millionen Euro, ist Kickbox-Weltmeister und Business-Guru. Er betitelt alle Menschen außer sich selbst als arm. You are poor. Und ist damit wahrscheinlich die Augen. Ich dachte, es geht um mich. Scheiße. Ganteste und unsympathischste Person, die ich auf den ersten Blick je auf Social Media gesehen habe. I set the difference between rich and poor. My amount of money is the amount of money you need to be rich. Aber auch der zweite Blick ist nicht besser, denn er ist ein extremer Frauenhasser. Er sagt, es ist das schwache Geschlecht. Misogynistic because I believe that females are weaker than men. Was es nicht anders verdient hat, als von ihm verprostituiert zu werden. Und trotzdem spalten sich die Meinungen bei seinen Multimillionen. Ich frage mich halt, was mit den Menschen los ist, die zu viel Geld haben und so eine Scheiße. Also es fällt auch immer mal auf, dass solche Leute, das ist ja, die so eine komische Ansicht haben. Leute, die sehr viel Geld haben, haben scheinbar auch ganz schön viel Lack gesoffen in ihrem Leben. Renja, Dankeschön für den Sub, mein Engel. Der erste Prime-Sub ist immer der wichtigste. Ich sag das einfach immer, dass es der wichtigste ist. Aber es ist ja auch so. Ja, danke dir. 10 von 10 egoistisch und narzisstisch. Ja, also und geistig zurückgeblieben. Das kommt auch noch dazu. Fach geklickten Videos extrem. Denn neben dem selbstverständlichen Hate bekommt er tatsächlich auch extrem viel Zuspruch und Lob dafür. Ist dieser Alpha-Male-Business-Guru also wirklich so schlau, dass er Menschen zu Reichtum verhilft, sodass sie über all das hinwegsehen? Oder haben wir es hier echt mit einer extrem verblendeten Sekte zu tun? Wir werden es herausfinden, denn für dieses Selbstexperiment habe ich mich selber in sein Business-Coaching, die Hustler University 2.0, gekauft, um mal zu gucken, was da wirklich hintersteckt. Scheiße, das wird doch nichts. Heute macht das auch bald. Die Rede ist von Andrew Tate, der auf Social Media vor allen Dingen unter dem... Alles, was dumm ist und Menschen schadet, das macht Ron, liebe Freunde. Casino, Alkohol, Business Coaching. Irgendwann macht er das mit Simon Desiu. Dann haben wir alles gesehen, ja. Gut, Simon Desiu macht ja übrigens auch Casino, ne? Habt ihr das schon mitbekommen? Wer hat es mitbekommen? Wirklich, Simon Desiu hat sich extra für sein Casino-Content auf Twitch einen Twitch-Kanal erstmal erstellt. Der hatte davor gar keinen. Das hat er nur gemacht, um dann Casino zu streamen. Also der Typ ist auch völlig jenseits von Gut und Böse. Dem Pseudonym Cobra Tate aktiv ist und in den letzten Monaten echt einige sehr virale TikTok-Videos hatte, wo ich selber vermute, dass da ein Ad-Budget drauf ist, weil Videos wie diese können doch heutzutage nicht mehr Reichweite kriegen, oder? Between a roundhouse kick in the head from you or a blowjob knowing your history, I'd probably choose the roundhouse kick in the head. Der Typ ist aber nicht nur extrem sexistisch und frauenfeindlich, sondern macht tatsächlich sogar Witze über Behinderte. Someone goes, excuse me, are you disabled? I reply, okay, danke für die Follows, wirklich. Okay. I reply, I'm actually. Okay, jetzt sagt man einfach, was für ein ekliger, schmieriger Dude. Aber wenn man in die Comments schaut, sind da extrem viele positive und teilweise sogar deutsche Kommentare. Das hat mich extrem verwundert. Ja, ey, wirklich, TikTok-Bubbles. Es gibt die TikToks, die lustig sind und dann gibt's hängengebliebene Menschen. Und das ist Sparte hängengebliebene Menschen. Und es gibt auch sehr rechte Menschen. Es gibt auch so Bubbles, die sind so extrem rechts. Guckt euch am besten mal. Eine Bubble, die äußerst rechts ist, ist die Bildbubble. Wenn du auf YouTube unter Bildbeiträgen guckst, also nicht bei Bildbeiträgen, sondern bei Videos in die Kommentare schaust, kannst du davon ausgehen, dass 80% rechts oder rechte Menschen sind, bis rechtsextreme Menschen sind. Ja, weil die Bild, die wollen ja auch genau dieses Klientel zu sich bekommen, ne?
Oder Welt. Ja gut, bei Welt, aber die haben die Kommentare deaktiviert. Aber bei Bild hast du halt immer die Kommentare online, ne? Und dann hat letzte Woche ein YouTuber, den ich selber verfolge, nämlich der Bia Hazard, Shoutout an dieser Stelle, den er zwar nie sehen wird, aber der macht sehr, sehr nice Videos, auch so ein bisschen in unserem Themenfeld, sein Business-Coaching beleuchtet. Und dann habe ich so ein bisschen verstanden, dass das so in die Richtung Alpha-Leute anziehen, viel Geld und so weiter geht. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt selber gar keins mehr gemacht, weil das war ja seine Idee. Er hat das Video, ich verlinke es euch auch unten drunter. Aber im Community-Tab habe ich es trotzdem mal gepostet und es gab über 500 Likes innerhalb von 2 Tagen. Und ich glaube, noch nie hat ein Videovorschlag im Com-Tab so viel Zuspruch gekriegt, zumal auch einige von euch diesen Andrew Tate anscheinend Karma, grüß dich. Feiern. Deshalb würde ich sagen, wir gehen mit dem Wissen jetzt an das Streaming-Setup, schauen uns mal seine Website an, kaufen uns in sein Coaching und gucken echt mal, was dahinter steht. Im Hintergrund seht ihr die Website cobratate.com. Und ich habe schon mal ein bisschen recherchiert. Er selber ist tatsächlich Kickbox-Weltmeister. Das kann man ihm auf jeden Fall nicht nehmen. Das Internet sagt auch, er hat ein Net Worth, also ein Vermögen von 10 Millionen Dollar. Ich hatte jetzt allerdings vermutet über das Boxen. Tatsächlich sagt er selber aber, dass da irgendwie auch kriminelle Machenschaften teilweise im Spiel sind. Gehen wir später drauf. Er sagt selber, dass kriminelle Machenschaften im Spiel sind. Also man muss auch an der Stelle sagen, wenn mir Business Coaches erzählen möchten, dass sie viel Geld haben, glaube ich denen nicht, dass die viel Geld haben. Bitte, das haben ganz viele, haben dieses Denken. Wenn ein Instagram-Profil darin besteht, dass irgendwelche Luxusautos gezeigt werden und man posiert davor, dass die Leute dann wirklich das Auto besitzen. Bitte schlagt euch das aus dem Kopf. Die meisten Leute faken das einfach. Weil das Ding ist, du musst, um Business Coach zu sein oder um irgendwelche Vertreter von Versicherungen und so, die versuchen ja auch sehr seriös zu machen, kaufen sich da oder beziehungsweise tun so, als hätten die sich Autos gekauft und dann wollen die so rüberkommen lassen, ey, wir sind sehr seriös und ja, guck mal, mit mir hast du Erfolg und guck mal, ich habe hier ein Auto. Aber Leute, die Autos sind meistens gemietet für irgendwelche Fotoshootings. Dann machen die mehrere Fotoshootings an einem Tag und dann packen die das Auto wieder zurück oder schaffen die das Auto wieder zurück ins Autohaus. Und das ist eigentlich das, was die machen. So, und die meisten haben auch keine Rolex oder sonst irgendwas, sondern die Leute, die mieten sich das oder haben Freunde oder so und leihen sich das mal kurz aus, nur halt, um seriös rüberzukommen. Das ist der Content. Und das ist einfach nur dieses erste Bild, der muss ja ein seriöser sein. Also ich persönlich würde niemals auf so eine Scheiße drauf reinfallen, weil ich weiß, wie dämlich diese Leute sind. Ja, weil ich weiß, dass die Leute es auch nicht gut mit einem meinen, sondern die wollen nur das Geld in dir sehen. Und das war's. Kaliber, es freut mich sehr, wirklich. Meistens auch Schneeballsysteme, definitiv, das stimmt. Aber darfst du ja hier nicht sagen, also wir dürfen jetzt hier nicht sagen, es sind Schneeballsysteme oder Pyramidensysteme, weil das ist nicht erlaubt, das ist illegal und man möchte jetzt niemandem eine Straftat vorweisen, sage ich mal, aber gerade viele Versicherungsvertreter, ich sag mal, es sind Strukturbetriebe, ja, die verdient sich jeder dran, ja, und es sind halt so diese Provisionsdinger, das heißt, du versuchst Leute anzuwerben, die dann später auch Leute anwerben und dann bekommst du Geld von den Leuten, die da angeworben wurden und das geht immer weiter und immer weiter und der ganz oben in der Reihe ist, der bekommt halt das meiste Geld, ne, der bekommt von jedem so einen Teil davon ab, also das ist ganz, ganz schwierig, deswegen bei sämtlichen Strukturvertrieben bin ich sehr, sehr skeptisch, ja, gerade bei DVAG, bei Ergo und weiteren Sachen finde ich schwierig. Ja. Auf ein und natürlich die Seite ist so aufgebaut, zack. Ich wäre damals fast auf einen Pickup-Artist hereingefallen, aber hatte dafür in der Ausbildung kein Geld dafür gehabt. Das war meine Rettung. Ich habe mich gefragt, wer Pickup-Artisten wirklich ernst nimmt. So. Das sind meistens sehr krasse Sexisten. Wirklich sehr, sehr krass sexistisch. Kriminelle Machenschaften teilweise im Spiel sind. Gehen wir später drauf ein. Und natürlich, die Seite ist so aufgebaut. Success is learned. Also Success, Erfolg ist erlernbar. Ganz klar, wenn man natürlich selber irgendwie Kurse verkaufen will, dann macht das ja irgendwie Sinn. Ne? So schafft man die Identifikation. Und wie jeder große Speaker und Business-Guru war auch er extrem broke. Sagt selber, er ist jetzt Multimillionär. Und er möchte jetzt anderen Leuten zeigen, wie man Geld findet. Er spielt, und das finde ich sehr, sehr witzig, mit diesem Wort Secrets, also Geheimnisse von Modern Wealth Creation. Also die Geheimnisse, um heutzutage finanziell frei zu werden. Und ich muss ehrlich sagen, man merkt schon, das ist eine Ami-Website. Oder glaubt ihr, gibt es einen deutschen Coach? Schreibt mal gerne in die Kommentare, der mit so Wörtern wie Secrets oder Geheimnisse um sich wirft und damit die Leute reinholt. Ich glaube, hier in Deutschland kann das nicht funktionieren. Naja, schreibt es gerne rein, vielleicht ist der dann ja der Nächste. Ich würde sagen, wir gucken uns das im Detail mal an.
Die Startseite ist psychologisch recht simpel aufgebaut. Erfolg ist erlernbar, das heißt, jeder kann es schaffen. Tate ist das beste Beispiel, sprich, die Zielgruppe sind alle. Dafür brauchst du Mentoren und Lehrer, das ist in dem Fall Andrew selbst, also kauf dich ein. Community-Aufbau durch den gemeinsamen Feind, natürlich mal wieder die Gesellschaft, die dich klein halten will. Und es gibt auch eine Vorausschau auf das Ergebnis im Video Live auf Tate, aka so wird es bei dir aussehen, wenn du hier mitmachst und dann auch wirklich zu den 1% gehörst. Das ist alles nichts Neues, kennen wir schon von Dan Lok und Konsort. Jetzt zu den Rubriken. Einmal gibt es verschiedene Kurse, in die man sich einkaufen kann, was auf den ersten Blick... Making Money in DeFi, Iron Mind Program, oh, so cringe, Fitness Program, Master Chess. Einfach Master Chess, einfach die Lesson Schach zu spielen. Let's go, das sehe ich mir. Ehrlicherweise echt bauchladenartig aussieht, weil er coacht nicht nur finanzielle Freiheit, sondern macht auch Flirt-Coachings, Körpersprache, Mindset. Es gibt einen Schachkurs für Netzwerken und so weiter. Wenn du einfach alles haben willst, kauf dir das Bundle. Bedeutet im Endeffekt für ihn dauerhafter Verkauf von immer neuen Kursen an die Community. Und auch hier muss man sagen, das ist eine gängige Methode. Ja, aber guck mal, also für die Leute, die es nicht wissen, ja, gerade eben wurde das ja auch mit den Frauen angesprochen, das sind Pickup-Artists, sind Leute, die dir zeigen wollen, wie du bei Frauen besser ankommst, auf was Frauen stehen und wie du dich richtig verhalten sollst, Selbstbewusstsein gewinnen. Da geht es viel darum, du sollst ja viel Selbstbewusstsein haben, Ausstrahlung haben, damit du deine Frau überzeugen kannst. Und Kam hat gerade noch geschrieben, naja, ich habe gerade nicht viel Selbstbewusstsein. In der Zeit war ich echt am Boden und wollte jeden Strohhalm ergreifen. Hauptsache, ich habe Erfolg bei den Frauen. Und das ist das Problem, die versuchen dich natürlich damit auszunehmen durch deine verzweifelte Lage. Also, weil du verzweifelt bist, versuchen die dir weiszumachen, was richtig ist, was falsch. Für das meiste weißt du. Du kennst ja auch in gewisser Art und Weise auch Personen, wie du auch damit umgehen kannst. Ne? Selbst wenn du nicht so viel Erfahrung hast, weißt du, wie du mit einem Menschen ungefähr reden kannst. Du kannst vielleicht ein, zwei Tipps haben, aber die können dir nicht den Erfolg versprechen. Und die meisten Leute, die machen dann halt aus dieser Notlage, weil du so verzweifelt bist, denken die sich so, Alter, den schlachten wir jetzt richtig aus. Dann machen wir jetzt jede Menge Euros damit. Und Leute verzocken sich damit richtig krass. Ja, deswegen halte ich auch nicht zu diesen Pickup-Artists, die euch irgendeine Scheiße erzählen wollen. Weil es meistens brutal sexistisch ist. Da wird gesagt, ja, Mann muss das und das machen. Ja, das ist das Tier und die Frau, die macht das. Die muss im Haushalt dann sein und die macht dann das Essen und bla bla. Also gibt es ganz, ganz viele, die richtig viel Scheiße erzählen. Dazu wird übrigens in nächster Zeit irgendwann auch ein Video kommen. Ist immer wieder. Also zu einem Typen, der noch sehr jung ist. Neue raus, hast immer wieder so Bundle oder auch Aktionen, die laufen dann über ein paar Monate. Alles ist vergünstigt, alles zusammengemerged. Hat man auch schon bei Tai Lopez, Grant Cardone, etc. gesehen. Dann der War Room. Und den habe ich mir wirklich näher angeschaut. Und ich kürze mich mal für euch ab. Es geht um Partys, Autos, Privatjets, Waffen, Geld, Frauen und es sind nur Männer. Das Ganze wird hier in dem Film unterlegt von Voice-Overn der Mitglieder, die das Ganze wirklich so als Eye-Opener bezeichnen. Laut Website ist es ein globales Elite Netzwerk, die finanziell und mental frei werden wollen. Und natürlich brauchen dafür Allies, Partner, 1000 Mitglieder überall auf der Welt, um der Sklaverei zu entkommen. Ich muss ehrlich sagen, das sieht mir wirklich aus wie eine Sekte, vor allen Dingen für diesen Preis. Wer weiß, was da drin wirklich... Alter, 4100 GBP? GBP in Euro. Ach, das ist ein Pfund, wegen Great Britain Pound, okay. Deswegen Great Britain Pound ist das. Ich wollte gerade sagen, großbritische Pfund klingt doof, aber es ist scheinbar so. Passiert. Und dann gibt es noch die Rubrik Tales of Wudan. Und das stimmt, ist richtig, England, richtig ja. Weird, denn hier wird mir auch klar, wieso er wirklich Coach für alles ist. Der Typ hat einfach schon mal gelebt. Das ist ja super unfair, der hat ja viel mehr Zeit gehabt. Das Ganze ist ein fiktionaler Cartoon, der im Endeffekt Tate zeigt, wie er auf dem Berg von Wudan, ja, Gott sei Dank nicht Wuhan, sonst hätte er auch noch Corona zu uns gebracht, von Master Po trainiert wird. Und diese Learnings, die kann ich mir im Endeffekt jetzt jeden Morgen in mein Postfach holen. Und ich meine, wer kann da Nein sagen? Das ist an dieser Stelle einfach ein sehr gut versteckter Gamification-Newsletter. Und zu guter Letzt, wieso wir eigentlich hier sind, das Business-Einstiegs-Coaching, die Hustler University 2.0. Hier wird dir alles beigebracht. E-Com, Copywriting, Freelancing, Flipping, Financial Planning, Affiliate Marketing, Business Management, alles. Und es wird nur gelehrt von Leuten, die mindestens 10.000 bis 500.000 im Monat verdienen. Das heißt, Andrew selbst ist gar nicht der Teacher in dieser University. Laut Website sind das auch alles Dinge, die ich von überall aus machen kann, um reich zu werden und das finde ich jetzt das Spannendste, um heute noch Geld zu verdienen. Die Frage ist, wie viele Angestellte hat er? Weil das Ding ist, guck mal, wenn das so viele Bereiche sind und er hat jetzt, sage ich mal, nur 5 Angestellte oder 6 oder 7 Angestellte, die können doch die ganzen Bereiche gar nicht so abgreifen. Ne, dass sie sich genau nur darauf spezialisiert haben. Also finde ich schon ein bisschen schwierig. Also würde mich mal interessieren, da müsste dann ja schon so für jeden Bereich, würde ich schon sagen, so mindestens 2 Angestellte haben. Das ist ja schon relativ viel dafür. Ich würde sagen, genau das probieren wir aus. Ich gehe in den Kurs rein und ich will heute noch was damit machen. Das Ganze kostet $49, wenn du heute startest. Klar, wahrscheinlich sind es morgen dann $100. Und ich wette jetzt auch,
Yep, es ist im Endeffekt eine kleine Abo-Falle, weil das ist nicht eine Einmalzahlung, sondern eine Monatszahlung. So, ich mach's mir jetzt hier gemütlich, werde mir gleich den Kurs anschauen, muss aber sagen, ey, je mehr Videos ich von dem Typen sehe, desto mehr habe ich das Gefühl, das ist wirklich ein sehr primitiver Alpha-Male-Prototyp. Es geht nur um Geld, Waffen, Frauen, das sind eigentlich wirklich die einzigen Themen. Und wenn man mal in die News schaut, dann ist es tatsächlich nicht nur eine Figur, die der spielt, sondern das Ganze ist auch relativ real. Denn laut einiger Berichte wurde er neulich von der Polizei tatsächlich in Gewahrsam genommen. Er hat das Ganze dann nachgestellt in einem Fake-Verhör, das auf Instagram gepostet, das hat glaube ich über 50.000 Likes. Und wenn man da mal in die Kommentare schaut, dann sieht man, dass viele gar nicht merken, dass es gestaged ist, sondern denken, das wäre real gewesen. Dass er wirklich mit einem Fotografen da irgendwie im Verhör saß und Bilder gemacht hat. Und er sagt sogar auf seinem YouTube-Kanal, dass er zu 40% deshalb in Rumänien lebt, weil sexuelle Straftaten weniger verfolgt und... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, wie man ernsthaft das authentisch feiern kann. Solche Menschen. Also es gibt ja auch Leute, die nehmen Karl S. ernst. Also es gibt wirklich Menschen, die, wie verzweifelt musst du sein, um manche Menschen halt einfach ernst zu nehmen in diesem Bereich. Ich verstehe das wirklich nicht. Also es gibt so viele Menschen, die dann das auch feiern. Guck, ihr seht da über 40.000 Likes auf so ein Bullshit, auf irgendeinen Alpha-Typ. Oder wer nimmt denn bitte Prinz Markus ernst? Der Typ ist ein wandelndes Meme. So, es gibt trotzdem Leute, die folgen dem, die finden den interessant und spannend. Das ist mir wirklich ein Rätsel, wie manche Menschen immer noch in irgendeiner, ich weiß nicht, was für eine Bubble die leben, aber die sind völlig jenseits von Gut und Böse sind die einfach. Dass er zu 40% deshalb in Rumänien lebt, weil sexuelle Straftaten weniger verfolgt und bestraft werden. Das muss man sich mal überlegen. 2016 hat eine Frau ein Video gepostet, oder es wurde im Internet geleakt, wo man sieht, dass er eine Frau mit einem Gürtel schlägt. Alter. Sie hat später ein Statement gemacht und gesagt, das war nur Roleplay. Also ich bin mal gespannt, wie viel Geld da wohl geflossen ist. Ja, harter Tobak auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, Leute, ich chill mich jetzt hier hin. Das ist crazy. Ich bin doch wieder an meinem Rechner, Leute. Es ist nämlich etwas komplexer. Wenn du diesen Kurs jetzt startest, dann geht das Ganze über Discord. Da sieht man 63.000 Mitglieder. Kann man sich also schon ausrechnen, was der Tate damit wirklich verdient. Als erstes bekommst du dieses Video und das muss... Warte, ganz kurz. Mitglieder. Kann man sich also schon ausrechnen, was der Tate damit... 63.000 Mitglieder? Wer sind die Menschen, die sich denken, Alter, da kaufe ich ein? 63.429 Mitglieder. $50 macht 3,1 Millionen. Junge, ich werde geistig völlig krank. Damit wirklich verdient. Als erstes bekommst du dieses Video und das musst du dir angucken. Da schätzt du dich selber ein, welcher Typ du bist mit den Indikatoren Zeit und Geld. Das heißt, hast du zum Beispiel viel Zeit, aber kein Geld oder viel Geld und wenig Zeit? Ich habe gesagt, wieder noch. Ich will ja wissen, was teachen die einen jetzt, um schnell reich zu werden. Nach dieser Auswahl bekommst du dann eine Übersicht, welche Geschäftsmodelle für dich sozusagen Sinn machen. Bei mir ist das jetzt in diesem Fall Copywriting, Affiliate Marketing, Freelancing, E-Com, aka Dropshipping, Amazon FBA und jetzt kommt's, Stock- und Krypto-Trading. Also ich weiß ja nicht, wenn man keine Zeit hat und kein Geld, ob Krypto-Trading wirklich das Beste ist. Man muss auch sagen, dass tatsächlich nur noch ein Drittel der Leute hier überhaupt am Start sind. Denn wenn diese Zahl von 63.000 stimmt, dann haben nur 23.000 Video 1 gesehen und innerhalb dieser einzelnen Geschäftsmodelle ist die Ratio wieder relativ okay. Das sind meistens so 10.000 bis 15.000 Leute in diesen einzelnen Discord-Gruppen. Davon sind teilweise auch, wie hier zum Beispiel, 2.700 online. Ihr könnt euch ja sicherlich denken, krass, welchen Kurs ich gewählt habe, nämlich natürlich den E-Com-Kurs. Den haben wir ja für das Video letzte Woche eh schon mal komplett durchgearbeitet, also bei Fiverr, und haben jetzt so ein... Das sind ja 63.000 Menschen, die kein Selbstbewusstsein haben. Ja, oder die verzweifelt sind in ihrer beruflichen Laufbahn, die sich jetzt denken, ey, ich muss jetzt irgendwie Geld machen. Und der verspricht mir Millionen. Da sehe ich mich. Ist echt bitter. Das ist richtig, richtig bitter. Ein bisschen diese Vergleichbarkeit. Welcher Kurs ist denn am Ende besser gewesen? Fiverr versus Andrew Tate. So, ich bin soweit durch mit dem Kurs und jetzt gibt's das Feedback. Also, der Teacher heißt Schwayab, 22-jähriger Dude, 2 Millionen Euro Umsatz. Da gibt's nicht wirklich Proof für, er sagt das einfach innerhalb seiner PowerPoint. Man hat kein Bild, keinen Nachnamen, Soundqualität ist okay. It takes time and commitment, but once scaled, you have true freedom, as it's a very automated business model.
Und auch die Aufnahmen sind völlig in Ordnung. Man sieht innerhalb der Videos, ne, das fängt an bei so 15.000 Views und dann wird es immer weniger. Am Ende gucken es halt nur noch 7.000. Das ist oftmals so bei diesen Online-Kursen, dass man im Endeffekt Geld verdient, vor allen Dingen mit denen, die es halt gar nicht gucken. Ich muss aber sagen, für einen reinen Overview ist dieser Kurs völlig in Ordnung. Also wenn ich den jetzt vergleiche mit dem Kurs von Fiverr, würde ich sagen, das ist 1:1 das Gleiche, wobei das mehr so ein Überblick des Geschäftsmodells ist. Und das Ding bei Fiverr war auf jeden Fall praxisorientierter. Auch gibt es beispielsweise ein eigenes Video zum Thema Product Research und das ist nur einen Monat alt. Dazu gibt es auch verschiedene Listen, wo man Winning Products angucken kann. Das heißt, es ist nicht super veraltet. 2 Millionen, aber 30 Euro Mikro. Ja, aber warte, aber das ist so ein Phänomen, sage ich euch ehrlich. Das ist so ein Phänomen, Pyto. Guckt dir Videos von Saschka an. Saschka ist eine YouTuberin mit 500.000 Abonnenten und hat einfach auch ein Mikrofon. Ich weiß nicht, ob sie da in den Kartoffel reinspricht, ich bin bis heute mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall hörst du das Meer ständig rauschen und ich glaube nicht, dass sie am Meer ist. Oder was war's? Bibis Beauty Palace. Bibis Beauty Palace mit 6 Millionen Abonnenten oder so. Einfach gefühltes Rauschen einfach. Ein Rauschen im Rauschen Mikrofon, das ist ganz, ganz unangenehm. Also, das will halt niemand. Und genau das ist halt das Problem und das fühle ich halt auch einfach zum Beispiel, ja, das fühle ich halt nicht, weißt du, du hast viel Reichweite, aber kannst du nicht mal Mikrofone kaufen, so ein bisschen Qualität reinstecken, das ist halt bitter. Und das warst du halt hier genauso. Ne? Ein Millionengeschäft, aber das Mikrofon ist dann doch zu teuer. Kann wirklich sich das anschauen und damit theoretisch auch arbeiten. Ja. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Du hast keine Chance, mit diesem Kurs innerhalb eines Tages Geld zu verdienen. Genau das ist im Endeffekt der Claim gewesen. Genau das war es, was rausgekommen ist, als ich gesagt habe, keine Zeit und kein Geld. Hier muss ich Geld investieren, nämlich all das, was wir auch beispielsweise beim letzten Mal investiert haben. Thema Website, Shopgebühr und so weiter. Und ich brauche vor allen Dingen auch Zeit, um mich da reinzufuchsen. Deshalb muss ich sagen, du zahlst das Geld für einen Überblick, den es auch tatsächlich besser aufbereitet bei YouTube gibt, nur eben nicht zusammengestellt und komprimiert wie hier, plus du hast eben auch noch diese ganzen anderen Geschäftsmodelle. Wo ich viel mehr Value sehe, ist tatsächlich Discord und diese Gruppe. Das heißt, die ist wirklich sehr, sehr aktiv. Du hast verschiedene Chats, zum Beispiel kannst du deine Produkte da reinpacken oder auch deinen Shop. Wir haben unseren Shop da einfach auch mal reingepackt und der Teacher hat innerhalb von ein paar Minuten geantwortet und ich werde euch das mal hier unter das Video copy-pasten. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Das wären auf jeden Fall seine Änderungen, die er jetzt schon machen will. Ja, soweit jetzt erstmal dazu. Ich würde sagen, für heute ist... Ja, die Frage ist aber, war das... Also, ich will mir das jetzt nicht angucken, aber war das hilfreich aus seiner Sicht? Das hätte mich jetzt mal interessiert. Ob die Punkte, das Feedback, ob das wirklich hilfreich war. Ob da sinnvolle Punkte mit dabei sind. Das wäre mal geil gewesen. Zu Ende, morgen und übermorgen, gucke ich mir nochmal die anderen Geschichten an. Vor allen Dingen diese Crypto-Trades, ein Affiliate-Programm. Und dann gibt es von mir das Fazit. 3 days later... Okay, Leute, das war jetzt doch etwas aufschlussreicher, denn tatsächlich gibt es mit dieser Hustler University 2.0 eine Möglichkeit, sofort relativ viel Geld zu verdienen. Dazu aber gleich. Erstmal habe ich mir die Kryptosignale angeguckt. Was, kein Millionengeschäft, aber ein Depp wie du, Alpha Kevin, gibt dem Reichweite Glückwunsch. Hä? Hä, was? Wir gucken uns gerade ein Video über jemand an, der dann ein Experiment gemacht hat. Was? Ich weiß nicht, was du jetzt meinst, Flo. Und da muss ich ehrlich sagen, erstmal, dass ich dafür ausgewählt wurde, fand ich weird, weil gerade Krypto-Trading ist sicherlich nichts, was jetzt irgendwie für Anfänger ist und wo du heute mit Kohle machst. Es ist dann auch so, dass er sich so ein bisschen absichert. Du musst nämlich erst durch einen Quiz durch und dann kriegst du diese Live-Signale. Ich habe das gemacht, habe dann aber auch parallel mal bei Reddit geguckt und da hat ein User geschrieben, er hat tatsächlich mit diesen Signalen seine kompletten $5.000 einfach verloren. Deshalb bin ich da jetzt tatsächlich erstmal nicht reingegangen, aber ihr könnt mir an der Stelle mal sagen, sollen wir mal ein komplettes Video über das Thema Trading machen? Sollen wir verschiedene Trading-Coaches, Signale und so weiter mal ausprobieren? Falls ihr Vorschläge habt, gerne unten in die Kommentare. Ja, also ich wäre dafür, einfach mal das Teuerste zu auszuprobieren. Also Torben, wenn du Eier hast, ja, und das ist jetzt eine offizielle Ansage, wenn du Eier hast, dann machst du jetzt das Teuerste und probierst es einfach, ob es funktioniert. Er wird so sein Geld wasten, so, das hat er noch nicht gesehen. Das hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen, so ein Ding. Und jetzt zu der Möglichkeit. Eins in den Chat, wer dafür ist, dass Torben das teuerste Angebot mitnehmen sollte. Also ich bin dafür, wenn der Chat jetzt auch dafür ist, dann würde ich einfach sagen, es wird hier Torben praktisch gezwungen, Geld auszugeben. Und nicht nur wenig, sondern sehr, sehr viel Geld. Sehr, sehr viel. Okay, ihr seid dafür, bis jetzt auf jeden Fall, zumindest kam nur eins. So Torben, Ansage. Wie du tatsächlich sofort Kohle rausziehst. Und das ist dieses Affiliate-Programm. Das heißt, eigentlich ist es genauso aufgebaut wie dieser Dropshipping-Kurs. Du hast so ein Overview, was ist Affiliate-Marketing? Und klar, damit kannst du nicht sofort was reißen.
Aber du kannst den Kurs von Andrew Tate, nämlich die Hustler University, einfach an deine Freunde weiterempfehlen und kriegst jeweils 5 Euro. Nicht nur einmalig, sondern tatsächlich sogar passiv jeden Monat, wo deine Freunde 50 Euro zahlen. Im Discord ist dann so die große Empfehlung, wirb doch einfach 25 Freunde und mach damit 125 Euro passiv im Monat. Und da muss man ehrlich sagen, das ist halt tatsächlich ein Schneeballsystem. Und genau das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum es so viele positive Reviews gibt. Und ja, Shion, alles gut. Wir haben uns sogar gegenseitig abonniert. Nee, aber nicht bei Instagram. Bei Instagram nicht, aber auf YouTube. Ich weiß gar nicht, folgen wir uns auf Instagram, Torben und ich? Kann ich gerade gar nicht sagen. Torbenplatz, aber Torben. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir folgen uns nicht. Hier, Torbenplatzer. Nee. Ich folge ihm nicht und er folgt mir nicht. Aber Julian Bam folgt ihm. Und auch Herr Anwalt. Und auch Celtics. Okay, alles klar. Scheiße. Gar keine negativen, weil halt alle versuchen, mit ihrem Link unlimitiert passives Einkommen aufzubauen. Deshalb ist unser Link. Kommen wir also zu meinem Resümee. Der Kurs an sich für 50 Euro im Monat, würde ich sogar sagen, ist gar nicht zu viel. Naja, du kriegst irgendwie ein Overview über Geschäftsmodelle, du hast eine Gruppe von motivierten Leuten, dir wird im Discord geholfen. Es ist halt die Frage, braucht man so einen Guru oben drüber, der das Ganze, sag ich mal, zusammenhält? Aber so ist das nun mal. Das große Problem, weshalb ich trotzdem niemals wieder dafür Geld ausgeben würde, ist, dass so mein erster Gedanke oder diese These war, der Typ ist halt ein ekliger Typ. Und diese These hat sich einfach bestätigt, denn er ist ein ekliger Typ. Das heißt, diese ganzen Videos, die er macht, diese polarisierenden... Er ist halt wirklich dieses typische Alpha-Mail-Gehabe, ne? Junge, das kannst du nicht ernst nehmen. Aber dass es auch so Menschen gibt, die wirklich so sind, die... Junge, das ist so ekelhaft. Ja, so dieses, oh, ein Mann, der muss hart durchgreifen und die Frau, die ist unterwürfig, ja, und die muss ich dann halt auch so geben und... Oh. Die ist so richtiges Bastian-Jotta-Geschnacker, oder? Das ist ein richtiges Schnackgelaber, da hast du recht, Debbie. Das ist ein richtiges Schnackgelaber von dem. Meine Güte, genauso wie dieser Bastian Jotta, der Frauen scheinbar als unterwürfig ansieht und Frauen, die haben so gefühlt keine Rechte. Aussagen, ne? Diese Frauen, die sexistischen und so weiter. Das ist natürlich gerade so eine Gegenbewegung gegen, ich sage jetzt mal so, diesen etwas sanfteren, feminineren Touch, den man eben merkt in unserer Gesellschaft, auf Social Media. Jeder wird für alles so angeprangert und dann kommt einer und sagt, nee, aber ich sag das. Und dann zieht er eben genau die Leute an. Das heißt, diese Prototyp-Alpha-Leute, die sagen, hey, ja, endlich traut sich das einer. Und das macht er natürlich nur, um Reichweite aufzubauen. Ja. Was Marketing... Leute, es gibt Leute, die feiern einfach, wenn jemand gegen das System ist. Wenn die merken, das System ist jetzt mittlerweile so auf diesen Umschwung, ne, Frau, Mann, Gleichberechtigung, dann kommt aber einer und sagt, nee, so ist es nicht. Und dann zieht er halt genau die Bubble an, die halt auch so denkt und sagt, ja, also da traut sich mal jemand. Das ist mal einer, der hat Eier in der Hose, der beweist Eier. Das ist, den müssen wir folgen, den glauben wir auch. Das ist unangenehm. Das kann auch, das ist sehr, sehr problematisch. Ja, dann entstehen da Bewegungen, die echt gefährlich sein können. Und ja, guckt euch die AfD an. Technisch tatsächlich smart ist, so ist der Newsletter. Dann. Also das wirklich so mit einem Cartoon, eine fiktionale Geschichte, die sehr motivierend ist. Ne? Natürlich Rise Up from Zero to Hero. Und was passiert da? In der ersten Mail, die ich bekommen habe, kam direkt so ein kleines How-To, wie ich dafür sorge, dass diese E-Mails nicht mehr in den Spam kommen, damit ich jeden Tag diese Geschichte bekomme. Das heißt, über die Tage hinweg wurde ich immer mehr motiviert. Und am Ende, was passiert, es ist ein High-Price-Sale, ein Pitch auf natürlich dieses Elite-Network, wo ich 5.000 Dollar für zahlen soll. Tate selber. Sag mal, ich glaube, Torben Platzer ist der Erste, der eine Kaffeemaschine neben sich stehen hat, um damit das Bild schöner zu machen. Weil die Kaffeemaschine, die sieht halt wirklich stark aus. Also ich glaube, ist der Erste, der das dazu nutzt, damit es ästhetischer aussieht. Wirklich. Verkauf, wenn du so nimmst, eigentlich nur Motivation und diesen Guru, der oben... Die sieht aber auch brutal geil aus. Guckt euch die doch mal an. Das ist ein halbes Werk. Ich weiß nicht, was das... What the fuck, das sieht übel geil aus. Aber das habe ich noch nie gesehen. Entweder er nimmt das Video in der Küche auf, aber ich glaube das nicht, weil es ist irgendwie sein Schreibtisch. Aber warum hat man auf seinem Schreibtisch eine Kaffeemaschine? Auch so eine Frage.
übersteht, der irgendwie so dieses Beispiel ist. Der Mehrwert entsteht bei den Leuten, die halt die Anhänger sind, die Follower, die Käufer, die sich gegenseitig helfen, committed halten und die motiviert bleiben. Und angeblich hat dieses Einsteiger-Coaching, man weiß das ja immer nicht, weil diese Zahlen können natürlich gut gefaked werden, aber wenn man jetzt sieht bei Discord und wie viele auch die Videos gucken, dann glaube ich schon, dass das hinkommt, 30.000 Menschen die Hustler University 2.0 gekauft. Und das sind einfach mal 1,5 Millionen Euro, die Andrew Tate damit im Monat verdient. Soweit unser Fazit zu der ganzen Sache. Wie gesagt, ich würde kein weiteres Geld... Das ist ja wenig. Ich dachte, wir... Also ich meine, mit geringen Verdienern möchte ich ja schon mal gar nichts zu tun haben. Ich denke, Ron ist da genau auf meiner Seite. Ron Bilecki. Und ja, das ist wenig. 1,5 Millionen ist cringe. Also da warte ich eigentlich mehr Geld. Geld in diesen Menschen investieren. Er ist Trump-Anhänger. Er verprostituiert Frauen. Das ist das ist so klar, dass er Trump-Anhänger ist. Das ist so klar, das ist so bezeichnend einfach. Da ist wirklich, das konnte ja nur sein, dass er Trump-Anhänger ist. Und ich will jetzt nicht nochmal alles aufzählen. Ihr könnt ja gern mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und wir von Wake Up glauben, dieses... Der steht bestimmt noch auf Le Pen, also hier die französische fast Dings. Die haben doch keinen Kanzler, was ist denn das? Präsidentin oder wie auch immer. Die Macht hat in Frankreich, ihr wisst, was ich meine. Ja, was bei uns der Bundeskanzler ist. Ja, die hat ja auch fast gewonnen. Junge, hätte die gewonnen, auch ganz mies. Die ist ja auch absolut rechts. Ja, das ist ja wahrscheinlich noch rechter als ein Trump. Guillotine, nein, das habe ich damit nicht gemeint. Ja. Nicht mal im Ansatz. Movement, was zu machen, sich selbstständig zu machen, zu kämpfen, motiviert zu sein, das ist cool. Aber wir glauben, man braucht eben nicht oben drüber diesen Guru, der das Ganze anführt. Das war's an dieser Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat wie immer gefallen. Gebt gerne ein Like, schreibt einen Kommentar. Nächste Woche gibt's ein spannendes Fazit zu einer App, die wir getestet haben. Und die Woche darauf gibt's sehr wahrscheinlich den zweiten Teil vom Dark... Okay, sehr, sehr spannendes Video tatsächlich. Hat mich generell mal interessiert, was das so bei diesem Business-Coaching so abgeht. Fand ich sehr gut zusammengetragen. Ja. Ein richtiger Alpha muss nicht jedem erklären, dass der Alpha ist. So ist es. Hier. Wir sind die Alphas. Eins in den Chat, wer ist ein Alpha-Tier von euch? Ich auf jeden Fall. Ich bin der richtige Alpha.